Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video geht es um eine sehr interessante und erfolgversprechende Trainingsmethode. Es geht um das Supersatztraining. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was von Supersatztraining gehört. In diesem Video möchte ich mich diesem Thema widmen, möchte dir erklären, welche Vorteile diese Supersatztrainingsmethode bietet und vor allen Dingen, wie du sie am besten umsetzt. Bei der Supersatztrainingsmethode werden zwei Übungen ohne Pause direkt hintereinander ausgeführt. Diese beiden Übungen, die du direkt hintereinander ausführst, bilden dann einen Satz, nämlich einen Supersatz. Bei der Supersatztrainingsmethode unterscheiden wir in Supersätze, die im selben muskulären Bereich stattfinden, und in antagonistisches Supersatztraining. Ich werde dir jetzt in diesem Video erklären, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Grundtrainingsprinzipien ist. Im ersten möchte ich mich jetzt dem Supersatztraining im selben muskulären Bereich widmen. Hier mache ich dir ein ganz konkretes Beispiel, wie das aussieht. Es wird zweimal in zwei Übungen, also in diesem einen Supersatz, derselbe Muskel angesprochen. Wir können beispielsweise Bizeps curlen an der SZ-Stange machen und direkt ohne Pause hinterher Hammer Curls absolvieren. Wie das Ganze aussieht, wie du das im Studio letztendlich machst, das zeige ich dir jetzt. Nun hast du gesehen, wie das Supersatztraining im selben muskulären Bereich aussieht. Das sollte jedem klar sein, dass zwei verschiedene Übungen, die denselben Muskel ansprechen, einen Satz bilden, nämlich einen Supersatz bilden. Im antagonistischen Supersatztraining, das ist die zweite Grundform der Supersatztraining, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da werden zwei Muskeln trainiert, die Gegenspieler voneinander sind. Beispielsweise der Gegenspieler zum Bizeps ist der Trizeps. Das heißt, wir machen erst einen Satz für den Bizeps und danach für den Trizeps. Das kann man natürlich auch umgekehrt machen. Wie das dann im Studio aussieht, das zeige ich dir jetzt. So, nun hast du gesehen, wie das Supersatztraining funktioniert. Dir sollte nun klar sein, wie sieht ein Supersatz aus, welche Unterscheidung gibt es beim Supersatztraining, nämlich im selben muskulären Bereich und antagonistisches Supersatztraining. Ich persönlich bin großer Freund der Supersätze. Ich mache es immer wieder gerne, wenn ich eine Plateauphase habe, eine Stagnation, ich nicht mehr Muskelmasse aufbaue, ich nicht mehr Kraft aufbaue. Genau dann ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, um Supersätze zu trainieren. Was ich auch total gut finde, ist Supersatztraining während der Definitionsphase. Es sorgt für eine gute Muskelhärte. Auch das ist eine der effektivsten Trainingsmethoden, die auch gerade im Wettkampfbereich angewendet werden. Man sagt natürlich immer, definiert wird in der Küche, aber letztendlich die Muskelhärte kannst du durch ein Supersatztraining ordentlich beeinflussen. Und der Überzeugung bin ich. Von daher kann ich das jedem nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Bevor ich es beende, das Video, möchte ich dir noch kurz einen Anreiz geben, wie viele Wiederholungen du in etwa machen solltest. Du kannst natürlich Supersätze bis zum Muskelversagen trainieren. Wie viele Wiederholungen da dann letztendlich bei rausspringen, das ist dir überlassen, beziehungsweise deiner körperlichen Fitness entsprechend. Nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, Supersätze sollten mindestens aus 12 Wiederholungen bestehen. Das heißt, Übung 1, 6 Wiederholungen, Übung 2, 6 Wiederholungen. Der Supersatz besteht dann aus 12 Wiederholungen. Man kann auch bis zu 30 Wiederholungen machen, sprich
Übung 1, 15 Wiederholungen, Übung 2, 15 Wiederholungen. Der Supersatz besteht dann aus 30 Wiederholungen. Auch das ist eine sehr probate Methodik. Das wird letztendlich im Wettkampfbereich vor Wettkämpfen, um die Muskelhärte zu erzielen, oftmals gemacht. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Probier das Supersatztraining einfach mal aus. Viele sind begeistert davon. Es ist eine der effektivsten, eine der spannendsten und eine der anspruchsvollsten Trainingsmethoden, die ich kennengelernt habe. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Das war's dann soweit von mir. Viele Grüße, Simon.